Die AfD hat Wortmeldung zur Geschäftsordnung angegeben. Bitte schön, Herr Frömming. Ja, vielen Dank, Frau Präsidentin, geschätzte Kolleginnen und Kollegen. Wir debattieren ja gleich ein Thema, das nicht nur von nationaler Bedeutung und Tragweite ist, sondern ich glaube, wir sind uns einig, auch von internationaler Bedeutung und Tragweite. Und wir gucken betrübt auf den leeren Platz des Kanzlers. Ich weiß, er ist entschuldigt. Aber der Vizekanzler und Wirtschaftsminister, der ja auch in diesem Bereich zuständig wäre, ist ja im Hause. Und deshalb beantrage ich gemäß § 42 unserer Geschäftsordnung die Herbeirufung des Ministers.